Und dann kam es eben in die Samstagabendsendung. Es gibt halt gewisse Spielregeln und die waren für mich einfach irgendwann nicht mehr ertragbar. Und es war einfach so, weil ich gesagt habe, ich kann da nicht mehr reingehen. Ich gehe kaputt darin. Und dann geben wir Gefühl beim Gaspedal. Mhm. Gefühl. Ja. Seehof bei Schwerin. Aus einer Gruppe Gleichgesinnter ist vor 2 Jahren ein richtiger Kurs geworden. Den Maschinenpark bringen die Teilnehmerinnen von zu Hause mit. Weil der Kurs immer weiter wächst, stellte die Gemeinde einen Raum zur Verfügung. Nähen und Handarbeit, ein umsatzstarker Trend. Die bundesweite Initiative Handarbeit spricht von einem 1,2 Milliarden Geschäft mit 2-stelligen Zuwachsraten. Erfahrene Näherin trifft auf blutige Anfängerin. Dann muss ich es ja in Falten legen. Wer eine bessere Maschine hat, übernimmt die Naht für die Nachbarin. Monika hilft Dagmar. Kursleitung hat die, die es eben gerade mal besser kann. Ja, na deswegen sind wir ja hier, ne? Damit wir voneinander lernen. Das ist ein Oberlook. Wir versäubern jetzt. Das untere. Wir nähen nicht zusammen, wir versäubern. Das ist eine Oberlockmaschine. Ich hab nicht so eine schöne Maschine. Der Nähzirkel trifft sich 1 bis 2 Mal die Woche. Auch wenn die Schnittvorlagen nur böhmische Dörfer sind, in Gemeinschaft mit Brunhilde findet Monika eine Lösung und lernt dabei. Guck dir mal die Ärmel ganz genau an, weil wir haben das neulich bei der Lydia ja gehabt, da hat sie ja hier verkehrt genau diese Dinger brauchen. Das ist nur für 3/4. Naja, jede Größe hat hier im Schnittmuster eine verschiedene Farbe. Und dann gehe ich einfach die Linien lang, entsprechend meiner Größe und kennzeichne das. Und dann nehme ich das in dieses Papier ab, den Schnittmuster, weil das kann ich ja schlecht zerschneiden. Und dann übertrage ich das auf den Stoff. Die Stofflandkarte einfach erklärt, für Laien. Und dann natürlich immer wieder der Klassiker. Ich mach. Ich hab Brille auf. Ich auch. Ja, hier. Und drüber legen. Und manchmal funktioniert's, aber dieser sieht auch sehr wackelig aus. Geht natürlich nicht. Das ist fürchterlich, das ein Fehler, ne? Ich kühle mich ja dann auch immer so. Oh, wenn man nicht gucken kann. Oh, filmen Sie das bloß nicht hier. Wie wir uns hier mit der Eulennadel hier quälen. Jetzt habe ich es. Da waren die wieder raus. Du hast ihn. Ja, aber erst mal greifen. Jetzt. Bützow, 70 Kilometer entfernt. Eine Schneidermeisterin macht sich auf den Weg. Katrin Brandt ist so etwas wie ein Nähnotdienst. Anfahrt und Arbeitskosten handelt sie im Vorfeld aus. Eine Geschäftsidee, geboren aus den vielen Anfragen. Ja, du bist ja mobile Maßschneiderin. Kommst du auch nach Hause? Kannst du mir auch zu Hause helfen? Und daraus ist es eigentlich entstanden, dass ich sowohl nach Hause fahre und Änderungen abhole und die dann aber in meiner Werkstatt mache oder dann vor Ort bei solchen Zuschnittproblemen helfe. Seit selber nähen wieder in ist, rückt sie bei Bedarf täglich aus. Der Erste-Hilfe-Koffer mit Reparaturset für die Nähmaschinen und viel Ersatzgarn. Katrin Brandt, der ADAC-Dienst für Schnittmuster und Nähte. Wie in diesem Fall. Eine Kundin, die einfach nicht mehr weiter weiß. Frau Bisser? Nicole Bisser ist dreifache Mutter und begeisterte Hobbyschneiderin. Schnell entwickelt sich ein Fachgespräch allererster Güte. Gut. Wie möchtest du das gestalten? Also so, wie du mir am Telefon erzählt hast, funktioniert es nicht. Das habe ich mir fast gedacht. Daher, also wir müssen wirklich hier einen Cut machen. Neben der rechten ist das Messer. Das Messer schneidet ab. Dann hat deine Overlook unten eine Zunge. Die Zunge nimmst du komplett zurück. Ja. Das geht bei dir. Ja, ich weiß. So, und dann wird der Stoff eigentlich von der Overlook vom Messer gerollt. Und dann von den Nadeln überstochen. Und damit ziehst du ein bisschen und dann wellt der sich so schön. Wie oft muss ich rum? Einmal nur. Und die Naht ist dann ungefähr 3 bis 4 Millimeter, also meist 3 Millimeter, wenn du mit einer Nadel arbeitest. Und ich würde gerne für meine große Tochter so ein
Longsleeve nähen. Mit überschnittenen Ärmeln, also mit einem breiten Ärmel, dass es so ein bisschen aussieht wie Fledermaus. Jetzt passt aber, weil die Dame ja schon so groß ist, passt halt nicht der ganze Schnitt auf dieses kleine Stück Stoff. Deswegen brauchte ich jetzt Katrin, weil ich nicht wusste, wo stückel ich jetzt was ran und kann ich es überhaupt irgendwie aus dem Paneel machen und, oder darf ich es jetzt gleich irgendwie an die Wand nageln? Weil hätte ja auch sein können, dass es gar nicht passt, dass wir es gar nicht hinkriegen. Hast du Bauschgarn? Nein. Es geht um Farbe, Stil und Schnitt. Ein rundherum sorglos Service mit dem Ziel, nicht einfach nur zu retten, was zu retten ist. Das wäre der Maßschneiderin dann doch zu banal. Jetzt kann ich ganz frech sagen, ich habe den Spruch auf dem Auto. Flickst du noch oder nähst du schon? Das ist dann Nähen. Flicken ist in meinen Augen nicht negativ gemeint, um Gottes Willen. Hut ab, wer sich an die Nähmaschine setzt, egal ob jung oder alt. Aber einfaches Nähen ist dann wirklich so, aha, ich gucke mal in, ich sage jetzt keinen Namen, ins Netz, suche mir ein Beispiel raus, nähe es nach Feierabend. Aber um kreativ zu sein, so wie es Nicole gerne bei ihren Kindern machen will, ist es wichtig, Ideen reinzuschmeißen. Bei dem Material, was hältst du davon, einen Rollsaum zu machen, gar keinen Saum zuzugeben, sodass sich das so ein bisschen wellt, weißt du, Overlook? Ja, ich weiß, was du meinst. Habe ich noch nie gemacht. Wenn ich soweit bin, darf ich dich wieder anrufen. Ja, darfst du gerne. Gut. Sie hilft jetzt doch sofort, auch mit der Nähmaschine. Ein technisch höchst anspruchsvolles Modell. Also linke Nadel raus, ja. Linke Nadel wegnehmen, hängt jetzt natürlich am Faden noch mit dran. Den schneiden wir ganz galant ab. Ja. Dann hast du hier, bei Derna geht es auch da, hier diese rote R. Und damit ist hier vorne diese Zunge, die eben noch hier war, ist weg. Heißt, jetzt darf ich mal ziehen. Jetzt darfst du ziehen, sonst darfst du nie ziehen, das ist richtig. Heißt, so, und jetzt siehst du hier am Messer, dass er hier diese 2 mm, dass er den Stoff nach unten umbürdelt. Und dann geben wir Gefühl beim Gaspedal. Mhm. Oh, cool. Passiert das? Das ist ja genial. Dass ich am Hals ausschneide. Und das hält der Ehemann von der Nähleidenschaft seiner Frau. Das Einzige, was ihn stört, ist halt das Beilwerk, der Stoff und die Zeit, die dann auch drauf geht, wenn ich dann irgendwie sage, so, ich fahre jetzt mal kurz in den Stoffladen, ja, in 3 Stunden sehen wir uns wieder, dann weiß er schon Bescheid, dass ich das geht nicht ohne irgendwas rauskomme. Von vielen, das kennst du auch, entschuldige, dass ich ihn unterbrochen habe, den Satz, kannst du mal schnell nähen? Ja, nein, kann ich nicht. Geht nicht. Schnell nähen geht nicht. Genauso wie schnell mal eine Wand mauern, geht nicht. Ist eigentlich wie im Handwerk immer wieder, schnell geht gar nicht, weil dann wird's fusch. Streckenweise pure Verzweiflung, weil ich dann immer denke, so, ey, ich krieg das hier nicht hin, das geht nicht. Warum macht die nicht, was ich sage, die blöde Maschine? Aber wenn es dann fertig ist und es sieht dann auch noch gut aus, dann ist das so ein Punkt, wo ich sage, okay, beim nächsten Mal machst du es wieder. Also es ist, ich will nicht sagen, süchtig, doch, aber es ist doch was süchtig schön, kann man auch danach werden tatsächlich. Das mit der Sucht kennt der Nähzirkel Seehof auch. Die Mitglieder brauchen neuen Stoff. 10 Uhr, der Hollandstoffmarkt in Schwerin. Das Portemonnaie sitzt locker, aber nur, wenn was gefällt. Ist das nicht Baumwolle hier? Nee. Doch, das ist doch Baumwolle. Klar, beides. 80% Baumwolle. Meinst du, ich das knittert nachher, wenn du das wäschst? Ja, bügeln, ne? Aber zumindest das würde Elli eher gefallen. Ein Hauch von Sommerschlussverkauf liegt über den Händlertischen. Mit einem Umsatz von 422 Millionen Euro jährlich ist es der größte Markt im Bereich Handarbeit. 100 niederländische Händler sind das ganze Jahr mit ihren Stoffbahnen auf Deutschland-Tour. Und keiner bietet so günstig gute Stoffe an wie dieser. Naja. Aber das ist Baumwolle und das ist Seide. Aber das ist schwierig. Dann aber deine Jersey ja doof, ne? Ja. Aber ich würde für dich auch, also 3 Meter würde ich nähen. Ich will oder nicht die Farbe einen anderen haben. Natürlich. Naja, du kannst diesen zum Beispiel mit hellblau die Kapuze abfüttern. Oh ja, das ist gut. Oder und Klaus kriegt nur einen einfarbigen. Nee. Und du nimmst auch einen blauen und nimmst rot noch dazu. Nee. Rot ist nicht meine Farbe. Was? Allein der Blick reicht nicht. Stoffkauf ist eine sehr sinnliche Angelegenheit. Die Chefinnen der Nähgruppe, Brunhilde Quetnau und Katharina Unger, kennen sich da aus. Ich glaube auch das Bauchgefühl, ne? Ob einem der Stoff gefällt, ob einem zusagt, ob er sich gut anfühlt oder man den gern tragen möchte. Ja. Ne? Weil das ist, und ganz vieles kauft man ja auch aus dem Bauch heraus. Aus dem Bauch. Das, was im Portemonnaie ist, das
das darf ich ausgeben. Und das, was in der Hosentasche ist, das ist also eine Reserve. Und jetzt haben wir auch noch gehört, man könnte auch mit PayPal bezahlen. Das ist natürlich auch gut. Das ist 30 Euro, bitte. Ja, super, danke schön. Schauen Sie mal, ich verpasse. Bitte schön. Bitte? Bist du perfekt? 20. 50 Euro geben die Nähdamen im Schnitt heute aus. Und ab diesem Schild gibt es kein Halten mehr. Jetzt brauchen wir noch ein drittes, aber ich brauche kein drittes, oder? Ja, finde ich. Hier? Du, ganz ehrlich, Bündchen brauchst du immer. Wo bist du da? Oh, Opala, bis da. Naja, mit umlegen. Bis da. 80. 80 sind 1,60 doppelt. Den nimm doch. Und die Ärmel. Ich habe hier bei 2,55. Wie wirst du das hier machen? Mit Radlern? Oder nee, mit so wie normalen Ärmeln. Nach 3 Stunden Bestandsaufnahme. Gabriele Vergin ist nachhaltig begeistert vom Ergebnis. Ihre Ausbeute? Stoff für 2 Hoodies und vielleicht ein Rock. Also ich muss sagen, ich bin eine absolute Nähanfängerin. Das ist mein erster Einkauf auf so einem Markt. Vorher habe ich genau nach Anweisung von unseren beiden Kursleitern gekauft im Nähladen. Ne? Und das ist natürlich Schnäppchen. Total. Den letzten Stoff, da muss ich 30 Euro dafür zahlen für ein Kleid. Eigentlich habe ich noch genug Stoff zu Hause. Ja, aber das ist ja dann immer so, wie es ist. Wenn man was Schönes sieht, dann kann man nicht dran vorbeigehen und dann nimmt man es doch mit. Eigentlich habe ich gedacht, was für die Kinder. Aber jetzt, wenn ich das so sehe, könnte ich mir ein Kleid oder ein T-Shirt, irgendwie was in die Richtung, mal gucken. Katharina, was wird das? Und so fand Katharina den Weg zu Stoff- und Nähmaschine. Ich weiß, als ich damit schwanger war, da fing das Ganze so ein bisschen an und dann haben ganz viele gesagt, oh, ich nähe selbst oder ich nehme selbst für mein Kind eine Pumphose oder so. Das waren so die ersten Nähprojekte, die man dann gemacht hat. Das ist schon eine ganze Weile und ich finde der Trend und wahrscheinlich durch Corona noch mehr, dass wirklich viele gerne nähen. Eigentlich bin ich losgezogen, weil ich was Praktisches haben wollte. Das sind Überzieher für Sessel. Brunhilde ist Mitbegründerin der Nähinitiative. Die zweifache Oma hat das Hobby seit 25 Jahren. Dann habe ich eine Nähmaschine geerbt, die ging aber nur vorwärts. Die ging nur vorwärts. Wenn ich dann so eine Naht befestige, dann umdrehen. Und dann ging es weiter. Ja, und so sind die ersten Kindersachen entstanden. Und dann eingeladen, oh Mensch, ja, ein Kleid. Einen Schnitt hatte ich dann, dann bin ich losgegangen. Und dann haben sie gesagt, oh, was denn das für ein Kleid? Sieht ja toll aus. Und das wird ein Kleidchen für meine Enkeltochter. Die hatte letztes Jahr so ein Kleidchen mit hinten mit Rücken, so ein bisschen frei und fand sie toll rausgewachsen. Und mal gucken, ob ihr der Stoff gefällt. Monika Radke setzt somit auf Buntes. Wer süchtig nach Stoff ist, wird auch hier fündig. Sato, versteckt hinter einer Tankstelle, die Nordliebe. Kundengeschäft ist out, dachte Chefin Carmen Brun zunächst und setzte auf ein reines Online-Geschäft. Doch inzwischen läuft der Laden vor allen Dingen dank der persönlichen Beratung. Wenn ich 2 Mützen und 2 Halstücher daraus machen möchte, wie viel bräuchte ich dann? Eine Mütze ist ungefähr 25 hoch. Mhm. Dann bist du ja mit deinem Halben ganz gut. Mhm. Halstücher oder Loop? Loop. Ja, 25 höher muss der ja auch nicht sein. Wie alt ist das Kind? 3. Ja, sonst ist das ja hier bis zur Nasenspitze. Ja, also ich bin hier auch schon ein halbes Vermögen losgeworden gefühlt. Das weiß der Mann alles gar nicht so, aber naja. Oh, ist ganz schlimm. Haben wir auch so eine Undercover-Tüte, ne? Damit die Männer das Haus nicht merken. Aber die kennt er schon. Ach, die kennt er. Ja, okay. Ist ungünstig. Ist nicht gut. Ja. Gut, Daniel kassiert das. Ein Geschäft mit einer idealen Beziehung. Carmens Partner Daniel Groß ist Stoffhändler. Die Herbstware ist da. Beide kennen sich seit der 8. Klasse. Inzwischen lässt sie seine Pullover-Träume wahr werden. Den hast du dir ausgesucht, die Farbe, ne? Ja. Modisch und das ist der Kombistoff dazu. Genau. Man könnte den jetzt auch seitenverkehrt machen. Aber ich glaube, der Kontrast mit dem Dunkelblau war besser, ne? Ja. Sehr gut. Ich friere nicht, ich schwitze nicht. Dafür ist diese Qualität perfekt. Daniel Groß ist als Stoffvertreter eigentlich die meiste Zeit in ganz Deutschland unterwegs und berät Großkunden. Die Idee vom Online-Geschäft hin zum Kundengeschäft war auch seine. Ein richtiger Schritt, meint die Geschäftsführerin.
Der Kunde möchte fühlen. Der möchte das anfassen, der möchte fühlen. Der will gucken, ob es kratzt. Also möchte ich ja selbst auch, wenn ich was kaufe, muss ich gucken, ob das auf der Haut kratzt oder nicht. Na, dann mag ich es nicht. Also ich bin sehr empfindlich, was so Wolle und so angeht. Da muss immer irgendwie eine Stoffschicht dazwischen sein, dass nichts kratzt. Und der ist halt, dadurch, dass er komplett aus Baumwolle ist, also 95 Baumwolle hat, 5 Elastan, ist der echt weich, anschmiegsam. Gerade so für Damen kann ich mir gute Kleider daraus vorstellen, jetzt Herbst, Winter. Pünktlich zum Herbst will die Geschäftsführerin noch etwas ganz Neues starten. Eine eigene Stofflinie, selbst designt, mit eigenem Logo. Sie wartet auf die Muster. In 6 Wochen sollen sie vorliegen. Das passende Garn haben sie, ne? Und der Nähzirkel Seehof? Vor 2 Monaten schlug der auf dem Stoffmarkt in Schwerin zu. Dann kam Corona und Heimarbeit. Jetzt setzen die Hobbyschneiderinnen die letzten Nähte an ihre Arbeiten. Katharina hatte sich damals in diesen Erdbeerstoff verguckt. Und das ist draus geworden. Ja, doch. Also ich hatte ja den Stoff gekauft und wusste noch nicht, ich fand den Stoff hier einfach nur schön, ich wusste ja noch nicht, was daraus generell werden soll. Und da hatte ich ja überlegt, ob ein Kleid oder ein Rock oder irgendwie, oder vielleicht auch was für die Kinder, die hätten sich natürlich auch gefreut, aber dann ist es ein T-Shirt für mich geworden. Natürlich mit Trostpflaster für den Nachwuchs. Für den Maulwurf eine neue Hose. Und einmal für den Elefanten ein neues Kleidchen zum Wechseln. Ne? Oder das ist für dich und das. Anfängerin Gabriele hatte hier zugeschlagen. Das Ergebnis? Das ist ein Hoodie für eine Frau. Und parallel das hier für meinen Mann. Ja, genau. Und bei Dagmar? Ja, lange gesucht nach dem Stoff. So, jetzt aus. Handarbeit kostet Zeit, Nerven und ist auch nicht unbedingt preiswerter, macht aber echt stolz und verbindet. Und die Hobbyschneiderinnen aus Seehof schmieden schon die nächsten Pläne unter der Nadel. Auch Katrin Brandt will mit ihrem Kurs genau dahin. Erfolgserlebnisse, gemeinsam stolz sein. Sie ist in Eile. Neben dem Nähnotdienst gibt sie auch noch Nähkurse. Heute warten 2 Gruppen auf sie. Um 30% erhöht hat sich die Anzahl der Haushalte, die mehrmals die Woche an der Maschine sitzen. Das merkt auch die Maßschneiderin. Die 6-malige Großmutter hat zu DDR-Zeiten gelernt und ihr Handwerk in die neue Zeit gebracht. Auf dem Weg fährt sie bei den Teilnehmern vorbei, um an den Kurs zu erinnern. Ein kurzes Handzeichen reicht. Dann weiß sie nämlich, dass sie packt und dass ich unten bin. Ja, bei der, das ist eine Kursteilnehmerin, die Jutta. Und dann weiß sie, aha, Katrin ist unten, sie kommt dann mit dem Auto nach. 6 Stunden Kursarbeit liegen vor der Schneidermeisterin, die bis 2010 noch selbst ausgebildet hat. 32 Euro im Monat kostet der Kurs. Einmal in der Woche treffen sie sich hier. So, genau. Guten Morgen erstmal. Ne? Ihre Trumpfkarte, der persönliche Umgang. Der Kurs ist ausgebucht, 9 Damen vor Ort. Der Renner in dieser Saison bei den Teilnehmerinnen? Taschen. In jeder Farbe, Größe und Ausprägung. Und nachhaltiges Produzieren. Die Kursleiterin macht's vor. Das war mal ehemals eine Hose, genau so ist es. Der Popo mit der Popotasche, ein Stück bunt. Hinten ist dann halt ein Stück Bein. Handmade bei Oma. Daher, das muss sein, dass die im Kindergarten das sehen. Ja. Genau das wollen jetzt auch die Hobbyschneiderinnen schaffen. Dazu haben sie noch 3 Stunden Zeit. Der Fadenlauf in Schwerin. Ein Geschäft, das sich auf den Verkauf von Näh- und Stickmaschinen spezialisiert hat. Es floriert. Seit Jahren.
Drinnen sitzt der Chef an einer neuen Stickmaschine. Bis zu 12.000 Euro können die kosten. Diese bringt es immerhin auf 2.500, wenn er sie ans Laufen kriegt. Norbert Dinger ist Diplom-Ingenieur für Bekleidungstechnik und hat 3 gut laufende Geschäfte im Norden. Ja, das ist wie mit jedem Hobby. Wenn Sie eben, bleiben wir mal beim Maserati, der hat dann eben sein Hobby und pflegt das. Nicht nur ein, vielleicht sogar 2, wenn er das Kleingeld hat. Und in diesem Fall ist das die stickende Zunft. Also man könnte jetzt, wenn man dann eine Katze oder ein Lieblingsfahrrad hat, kann man das fotografieren, kann das dementsprechend kodieren und dann über den Stick aufspielen, dass dann der Bildschirmschoner das Ganze dann wiedergibt. Eben, dass die Katze oder was man sich so fotografiert hat. Ne? Aber wie gesagt, diese zickt noch ein wenig. Näh- und Stickmaschinen sind ein 219 Millionen Euro Markt. Auch Männer tragen dazu bei. Thorsten Meissner überlegt, sich eine 700-Euro-Maschine zu kaufen. In seinem Freundeskreis hat er noch mit Vorurteilen zu kämpfen. Ja, das ist nicht so gerade, ne? Das ist, da kommt mehr so, wie was Sie jetzt sagten, das ist doch keine Männersache und so weiter, ne? Nee, das ist. Dennoch sind häufig Männer im Geschäft. Nicht, weil sie müssen, sondern weil sie wollen. Selbst Näher von T-Shirts, Hosen und Hemden stehen zu ihrem Hobby. Wir wollen schon noch ein bisschen mehr. Macht Spaß, ne? Einfach nur mal am Wochenende dann da sitzen und ein bisschen nähen. Das ist beruhigend. Weil wenn man im Internet rumblättert und so weiter, es gibt genügend, die das auch machen. Das ist irgendwie bloß immer in das Öffentliche so rübergebracht, dass es nur was für Frauen ist, aber. Und Karin Buske aus Lankow? Zum Flicken. Für meine so eine Arbeitshose. Brauche was für mein T-Shirt. Und brauche auch noch speziell was anderes. Wenn ich morgens mich an eine Maschine setze, morgens um 8, ich würde vor 8 abends nicht aufstehen. Wenn mein Mann nicht sagt, willst nicht mal Mittag machen? Ich sag schon wieder essen. Man ist denn so gefesselt, man möchte es denn, macht Spaß. Das kann sich ein Laie vielleicht gar nicht vorstellen, der noch nie an der Maschine gesessen hat. Und, ne, der fällt dann das ein, das könntest du noch so machen, dann machst du das noch so. Nein, es gefällt dir nicht, trennst sie wieder auf, machst wieder so. Kenn ich. Einige trauen sich zum ersten Mal in den Maschinenpark, wie Monika Hinrichs. Immer begleitet von Fachverkäuferin Andrea Fritsche. Vom Geräusch sind die Maschinen heute alle schön leise. Geleitet vom Wunsch nach einem Unikat. Das ist ein sehr schöner Aspekt, ja natürlich, etwas Einmaliges zu schaffen und aber auch für mich etwas Sinnvolles mit der Zeit anzufangen. Wenn man dann so Richtung 70 geht, möchte man trotzdem noch was, also etwas tun, womit man sich selber mit einem Gefallen tut. Also nicht nur zu Hause zu sitzen. Und das ist ein sehr schönes Hobby, glaube ich. Wie andere das Autofahren nehmen oder Motorradfahren, weil sie für sich nicht abschalten vom Verkehr, aber für sich die Freiheit brauchen, so haben manche das Hobby, dass sie einfach sagen, ich mache jetzt was für mich und die Zeit gehört nur mir und ich muss das nicht mit jemandem anders teilen. Und das ist unabhängig, glaube ich, von Corona oder von Zeiten, aber dass man für sich ein Hobby hat. Na bitte, sie läuft, die neue Stickmaschine. Inzwischen schreibt sie sogar Buchstaben. Und dann hat man eben einen großen Stickrahmen, ein Stickvlies unterliegen, damit das gut transportiert. Nicht? Oder man hat hier irgendwie mal gekleckert bei der Mayonnaise irgendwo, dann kann ich da auch einen Drachen rübersticken und dann ist das Hemd noch einsatzfähig. Die Maschine ist also reif für den Verkauf. Und das 700-Euro-Modell für Thorsten? Kauft er's? Scheint so. Den dummen Sprüchen seiner Freunde zum Trotz. Ein erfolgreiches Geschäft für den Händler und viele Nähabende für den Kunden. Ja, das ist okay. Der Erfolg macht mutig. Das Stoffgeschäft Nordliebe will die erste eigene Stoffkreation auf den Markt bringen. Die ersten Muster sind heute gekommen. Doch die letzten Absprachen muss Geschäftsführerin Carmen Brun immer wieder verschieben. Zu viele Kunden. Dann endlich. Jetzt sollen ja die Stoffe, die wir als Eigendesign machen, das sind jetzt die Motive. Also was ich natürlich total toll finde oder für die Camper.
Und das ist jetzt hier so eine French Terry Qualität, wird das dann als Digitaldruck mit 95 Baumwolle, 5 Elastan. Und dann kann man so Hoodies draus nähen. Ich sag mal, ein bisschen was Maritimes brauchen wir halt auch. Ja, und deswegen, dafür steht noch liebe Stoffe. Genau. Bisschen was Blumiges für die Dame und hier noch ein Kindermotiv. Ich sag mal, jetzt gehen wir in den Herbst. Ja, haben wir alle Farben drin. Ja, genau. An der Seite steht dann unser Name und dass es halt von Traumbeere produziert wird. Und dann so sieht halt die komplette Stoffbreite dann aus. Und dann seht ihr ja hier, ne, dass das so ein bisschen gestreifte Optik ist. Ihr Mann, Stoffhändler Daniel Groß, und Sohn entscheiden mit. Es geht zunächst um überschaubare Größen. Von jedem Motiv wollen sie 35 Meter bestellen. Alles Ideen des Nordliebe-Teams, selbst designt. Vom Stoff über die Farbe bis hin zum Muster. Also für mich persönlich ist es was Eigenes, ist ein Highlight. Ja? Also man kann sich dann abheben von der Masse, weil Uni-Stoffe, Basic-Stoffe hat jedes Stoffgeschäft oder jeder Online-Shop. Und Exklusivdesigns sind in der Regel eigentlich von jedem Kunden auch, ich sag mal, gerade gefragt. Ne? Mhm. Noch vor Weihnachten sollen das Campingmotiv und die anderen in den Verkauf. Zunächst in limitierter Auflage. Sollten sie gut laufen, dann geht's in die Großproduktion. In Schlemmin, beim Kurs von Katrin Brandt, kommen sie mit den Taschen gut voran. Nähen hält fit und ist gut für den Kopf. Der Umgang mit Internet, Apps, YouTube, Videokonferenzen und TikTok, kein Problem für Ursula. Ja. Wir müssen ja nicht mal alles wegwerfen. Richtig. Wird genug weggeworfen. Ja. So. Und Jeans hat jeder. Und warum wollen wir das wegschmeißen? Wenn man eine Möglichkeit hat, das zu verarbeiten. Verflixt genau und zugenäht. So ein einfacher Klammerbeutel wird zum Problem. Ich möchte ja den Stoff draußen haben. Ja. Wenn ich das jetzt nähe, ich weiß jetzt gar nicht mehr. Bist du eigentlich schon auf dem rechten Dampf? Wenn du hier und hier nähst, das dann stürzt, hast du den draußen. Jetzt Fragezeichen, jetzt stehen wir beide auf dem Schlauch. Ja. Gibst du nicht, ich hab doch schon eins genäht. Du musst dann hier falsch so rum, ne? Du hast falsch rum gemacht. Du musst das so machen dann eben halt, ne? Ja. Dann knickst du ja nachher, hast du ja hier die Ecke. Ja, siehst du? Ne? Jetzt sind wir wieder dabei. So rum, genau. Ja. Trennen. Mein zweiter Vorname. Okay. Schön, danke, danke. Gut, dann viel Spaß. Oh, danke. Haben. Danke. Gemeinsam geht's eben. Darauf setzt auch Birgit. Ich arbeite als Horterzieherin und übe mit meinen Kindern Der Wolf und Sieben Geißlein ein. Und das sind jetzt schon die Hosen für die Sieben Geißlein. Und dann so einen Schritt nach dem anderen. Ja, und hier ist ja auch besser, weil dann kommt von da noch eine Idee und von da. Und dann frage ich in die Runde und jemand sagt dann so und jemand sagt so. Und das ist doch das Schöne. Katrin Brandt sieht zu, dass jede Tasche bis hin zum Klammerbeutel am Ende fertig wird. Handarbeit in Gemeinschaft, Nähen unter Freundinnen. Ein Leben mit der Nadel aus Leidenschaft. Und vor allen Dingen, wenn es fertig ist und Sie dann das Glänzen in den Augen sehen. Auch ob das bei den Kindern ist, kommt mir selber das Glänzen in die Augen. Oder bei den erwachsenen Frauen. Ist einfach, ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Wie viel Hilfe da dran steckt, das ist shit egal. Aber so diese Begeisterung, wirklich was selber mit eigenen Händen zu machen. Sozusagen wirklich das Handwerk, so gut es geht, zu erlernen. Man muss kein Meister sein, weiß Gott nicht. Aber das Handwerk zu mögen, umzusetzen und dann wirklich zu sagen, ich habe es geschafft. Ja, genau. Guck mal hier. Dann nehmen wir den hier dazwischen. Dass der hier noch mal heller wird. Dann wieder dunkel. Ich will nicht auf einmal Pop machen und cool sein, sondern ich will machen, was ich will. Ich will Musik machen, die ich spüre und fühle. Es war wirklich ein Befreiungsschlag, weil man auf einmal gemerkt hat, hey, man kann halt doch auch echt sein.